Hallo lieben, Christian Schmeier, Coach, Diplompsychologe, vieles mehr an vielen Orten Deutschlands und diesmal Videoblog rund um Dating, Beziehung, Liebe, aber auch mal das eine oder andere, sicherlich auch in Zukunft mehr andere Thema. Gibt noch einen Code bis Sonntag, 24 Uhr, Himmelfahrt 24, 24% auf praktisch all meine Angebote. Denk auch an die Challenges, Liebeship, Selbstliebe-Challenge, die wird es dann erstmal nicht mehr geben für eine gewisse Zeit. Und aber auch einfach an die Basics. Umprogrammierungs, Liebeships sollte eigentlich jeder, der über meinen Kanal stolpert, mal gemacht haben. Mein Signature-Kurs. Und auch an dieser Stelle mal danke für inzwischen weit über 10.000 Menschen in meinem Liebeship-System. Ja, kaum zu glauben. Ja, Thema heute ist diskutieren nicht mit jedem rum. So, also wenn ihr meinen Kanal länger guckt, kennt ihr meine Meinung dazu. Ich denke schon, dass wir auf dem Weg sind zu einer höheren Energie hier auf diesem Planeten, höheren Schwingung. Was ein bisschen paradoxerweise dazu führt, dass wir uns, bevor wir da weitergehen können, alle unsere Themen angucken müssen und ob man das gefällt oder nicht, aber diese ganze Situation rund um Pandemie und Corona und so weiter, zeigt eben jedem nochmal die Angstthemen, die er hat, ob das jetzt Angst ist vor, also betrifft jeden, mich auch, vor Gesundheit, vor finanziellen Themen, Angst vor Kontrolle, kontrolliert werden, Angst vor irgendwelchen Systemen, die einen kontrollieren oder nicht kontrollieren. Also was auch immer es ist, irgendwie so. Ne? Und das kommt bei jemandem an die Oberfläche und will angeguckt werden. Und ich denke, das macht es gerade so, dass alle wie mit der, also man das Gefühl hat, dass wenn alle Menschen ständig wie mit der Nadel gestochen sind und ich weiß nicht, ob ihr das auch so erlebt. Ich erlebe es gerade total krass, dass Leute wirklich, ich meine, ich nehme das nicht persönlich, aber wie, weiß nicht, wie auf, als wenn sie im Drogenentzug wären oder ich weiß nicht was. Also völlig dünnhäutig, aggressiv, man kann ja schon gar nicht mehr sagen, passiv-aggressiv, also aggressiv. Weiß ich nicht, man sagt irgendwie mal, man darf ja auch keine Meinung mehr haben gerade, das finde ich so, also ob das jetzt im Privaten ist oder im öffentlichen Raum, sobald man irgendeine Meinung sagt, ist sofort, gibt sofort, weiß ich nicht, Gegenmeinung, kriegst du um die Ohren gehauen, wie kannst du nur diese Meinung haben? Und ich merke das ja im Bahnenbereich, ich will jetzt gar nicht über solche Sachen wie Impfen oder so reden, da darf man ja gar nichts zu sagen, ob jetzt dafür oder dagegen oder so, das geht ja mal gar nicht, aber auch so Sachen wie Gender-Themen, wobei ich sehe mich eigentlich sehr an der Gender-Front, nur ich kann halt Realitäten irgendwie nicht verbiegen sozusagen, ne? Und beziehungsweise kann man vielleicht auch, aber es hat dann halt Konsequenzen und ja, mir ist das wieder aufgefallen, ich hatte mal unter so einem Zeitartikel, bevor ich Langeweile hatte, wo es darum ging, um Vatertag und der Vater müsste ja auch, bräuchte ja gar nicht der biologische Vater sein, das kann ich ja noch verstehen, absolut, ne, gibt ja auch tolle Stiefväter, aber es bräuchte noch nicht mal ein Mann sein und dann dachte ich mir, hallo, wie kann denn ein Vater kein Mann sein? Ich meine, das ist schon rein vom Wortbegriff her völlig. Und da habe ich mal mir erlaubt, runter zu kommentieren, also okay, jetzt dürfen schon die Väter dürfen jetzt schon nicht mal mehr Männer sein. Was ist das für eine Welt? Und da war natürlich, hätte ich natürlich lassen sollen, aber war natürlich dann ein riesen Trara unter diesem Kommentar. Also haben auch ganz viele geliked, aber wo ich so dachte, ja, okay, ich hätte natürlich auch die Klappe halten können, aber mache ich auch meistens, aber ist irre. Also sobald man irgendeine Meinung sagt, das wird genutzt, um diese ganze Spannung loszuwerden. Also das kann man auch nicht persönlich nehmen, weil es ist eigentlich egal, bei welchem Thema. Dann guckt man unter irgendeine Zeitungsspalte, was da los ist, wie die Leute sich fertig machen, unter irgendeinem Forum oder Social Media, also wie krass wir unsere Kommentare mal wieder durchgucken, obwohl es war eigentlich, bei mir war es eigentlich früher schlimmer, es ist eigentlich besser, viel besser geworden. Aber was ich von anderen höre zumindest, krass, ey, es ist Wild West irgendwie, ne? Polarität vom Feinsten.
Und mein Rat wäre, das ist auch jetzt in meinem neuen Kurs, jenseits von Ego, Angst und Narzissmus, wird das auch viel Thema sein, ist, da einfach nicht mehr mitzuspielen, zu sagen, nein, ich, klar, vielleicht sage ich mal meine Meinung ganz ruhig, aber ich werde mich nicht mehr reinziehen lassen in diese Ego-Geschichten, in diese Schmerzkörper-Geschichten, wo jemand in seinem Schmerzkörper ist und will unbedingt mich benutzen, mich ins Drama reinzuziehen, dass ich jetzt auch in den Schmerzkörper gehe, damit sein Schmerzkörper seinen Willen hat und zurück und schießen und zurückschießen und noch eine Runde und nein, du bist aber ein Arschloch und du bist böse und wie kannst du nur, ich mach da nicht mehr mit, also ich will da auf jeden Fall nicht mehr mitmachen, in aller Regel, außer ich habe mal einen schlechten Tag, aber ich mache da nicht mehr mit, auch nicht mit Leuten diskutieren über toxische Beziehungen, die euch vielleicht was anderes erzählen dazu oder eine andere Meinung haben als ihr oder die euch da wieder reinziehen wollen oder was auch immer oder überhaupt über was, ob man auch eine Dating-App sein sollte oder nicht, das ist alles, entscheidet alles ihr, ne? Das muss man auch nicht diskutieren oder ob man, weiß ich nicht, wie man zu sonst was steht, ne? Also es ist einfach, ich denke, wir dürfen jetzt wirklich diesen Step machen, zu sehen, dass die Welt groß ist, dass die bunt ist, dass jeder seinen eigenen Weg geht, dass jeder ein Recht hat auf seine Individualität irgendwie und natürlich gibt es da, klar, haben wir Spielregeln hier in der Gesellschaft, die braucht man sicherlich auch, noch zumindest und klar, das ist ja auch gut so, aber ich würde das mal gerne auf einer anderen Weise sehen, dass wirklich viele in ihrem Schmerzkörper sind, gerade viele mit ihren Themen beschäftigt sind und ja, also füttert nicht mehr diese Ego-Scheiße irgendwie, ne? Füttert nicht mehr diese Angriff, Gegenangriff, Rache, all diese niederschwingenden Sachen, es ist doch out irgendwie, ne? Es ist einfach out und wer hätte eigentlich noch Bock drauf, außer Teile unserer Egos? lasst es los und wenn ihr Leute seht, die völlig die Fassung verlieren, weiß ich nicht, weil euer Auto sie aufregt. Es ist wirklich austauschbar gegen x tausend Sachen. Das ist einfach egal. Ist jetzt inzwischen nicht mehr, weil es ja teilweise, warum sitzt du auf dem Sofa vor den Videos? Warum hast du Tattoos? Warum dies? Guckt da liebevoll drauf und denkt euch, hey, dass jemand gerade in seinem Ego, in seinem Schmerzkörper ist sein eigener Prozess gerade, alles gut und ich spiele aber jetzt nicht mit, möchte auch nicht mitspielen und stelle mich da jetzt nicht zur Verfügung, wieder eine neue Dramarunde zu drehen. Das wäre mein Rat irgendwie so, ne? Und wie immer ist da das Wichtigste, fucking eigene Spielfläche sauber halten. Das ist das Allerwichtigste, weil es ist so leicht, ja, wenn du jemanden siehst und den du ganz gut kennst, ist, glaube ich, ganz bei anderen Menschen, ist es total leicht zu sagen, warum haben die mit bestimmten Sachen Probleme? Das ist von außen leicht zu sehen. Ja, der ist zu introvertiert, zu extrovertiert, zu illoyal, zu dies, zu das. Aber bei dir selber das zu sehen, fucking scheiße, das ist so schwierig. Das ist so, wenn es einmal jemand sagt, dann ist man total beleidigt. Auch verständlich. Deswegen, wie auch immer du das machst, aber guck wirklich immer erstmal bei dir, wo da noch niederschwingende Sachen sind, die man vielleicht mal ein bisschen klären könnte. Und geht aber auch ganz liebevoll ran, auch wenn das nicht gleich klappt, wenn es länger dauert, ist alles nicht schlimm, ist alles, Zeit spielt keine Rolle, aber guck da liebevoll hin, wo du Sachen auflösen möchtest und dann wird sich das im Außen, wird es auch schon ein neues Level geben. In diesem Sinne, wir werden uns mal wiedersehen.